Hallo und willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. So, hier haben wir eine Mission von Mary Beth. Wer auch immer das ist, ich habe gerade tatsächlich keine Ahnung. Wenn ich sie sehe, werden wir uns das... Na, kommen wir bestimmt drauf. Anscheinend nehme ich die automatisch an. Ah, nee, ich muss nur hier von meinem Pferd absteigen, weil sich die Leute mal wieder unnötig beschweren. Das Pferd ist sauberer als ihr. Du bist nicht Mary Beth. Das war eigentlich meine Vermutung. Da hinten ist sie. Die Haare sind gerade gespawnt. Hi, Pearson. Doch. Ja, das ist er. Hi, wie kann ich dir helfen? Hello, Mary Beth. How are you, Arthur? Fine. How are you? Well, I'm well, I think. It's been quite a run we've had, but, ja, das stimmt. But we're still alive. Wir hatten so, noch nicht no so viel zu tun in den letzten Monaten. Well, for joining this band of maniacs. If you're a girl without means in this world, life is very scary. You boys care for me before no one cared for me. Well, life weren't very nice, Arthur. Not after Mama got typhoid, and that was a long time ago. Sure. What about you? Ich hab keinen Typhus. Yep. And? Got me thinking how that all ended. Long time ago now. What happened? Well, she didn't love me enough, I guess. Or I wouldn't change. Huh. Well, she was a fool then, Arthur. Well, she put a lot of good years in on an outlaw. She definitely was a fool. In these books, life seems so simple, but in reality, I can't make head nor tail of it. Mr. Morgan! Kompliziert ist es. We have a problem. A real problem. It's Tilly. Oh, what? She's been taken by them Foreman brothers she used to run with. Come along! The Foreman brothers? What are they doing here? Well, I don't know what they've been doing here, but I can tell you what they're going to be doing here. Dying. Sure. Das klingt gut. More guns? Also, die Frau mag ich. Die hat Biss und eine Waffe. Die muss man mögen. Just get going. Ja, setz dich erstmal. Hühhott, aber flott. And quick. She's in road? No, she's at a place called Bradley's house, just west of there. How do you know? Yeah. When we first got here, she told me she was worried that our camp was near a safe house that gang she ran with used from time to time. And you told Dutch? No, she spoke to me in confidence. I suppose I didn't think it would be a problem. Oh nein, ich habe mein Pferd zurückgelassen. What do they want with her anyway? I think I saw one of the foremans hassling her in Valentine. Yes, they probably followed us down here. You don't know what happened? Nein. She killed one of them for good reason, but clearly they don't see it that way. Ja, kein Wunder. Yes. Kein Wunder mögen die sie nicht. Isn't as sweet and innocent as you might think. But like I say, she was defending herself. She fled and fell in with us right after that. I just hope we can get to her in time. Ja, das denke ich auch mal. If they've touched a single hair on that girl's head, wir töten die ja so oder so, entspann dich. See? Tilly geht's bestimmt you gut. You do care, Miss Grimshaw? Of course I care. About all of you fools. Danke schön. Some just require a firmer hand than others. You especially. Oh. Thank you. Anyway, talking of folks disappearing, have you seen that boy Kieran since the party for Jack? Okay, oh, I think that's the Kieran. Place up ahead. Was Kieran in? I think there's a guard. I'll deal with him. Das ist eine gute Frage, wo der ist. Ist der abgehauen? Scheiße, ist mir nicht aufgefallen. Ist in dem Camp aber auch schwierig. Kind Sir. Lost and in need of some help. Oh, get out of here. Oh, I see that kindly face of yours, and I know ja, that for the right inducement, a gentleman such as yourself could be mighty kind. Now get out of here. Oh, now you keep saying that. You don't mean nothing by I it. I said. You said your last words. Well, what die Frau geht cool? ab. Get in there and find our girl. Mach ich. Ich nehme die Flinte. Tilly, komm raus. Bist jetzt sicher? Also noch nicht, aber gleich. Kommt raus, ihr anderen Schweinehunde.
hell you think you're doing? Soll ich umbringen? Wo ist Tilly? Beweg dich doch nicht. Hast nicht mal mehr ein Gesicht. Nein. Du bist Tilly. Die Gute. Dich mag ich doch. It's okay, Miss Tilly. Ich kann mir nur Namen so schlecht merken. Oh, armes Ding. It don't matter what you thought. It's okay. Alright, let's go. Oh, come along, miss. Thank you, both of you. What happened? It was Anthony Foreman. He thinks he owns me. I remember. Where is he? He went out hunting or something. There were five of them, I think. Well, das ist gut. Die kriege ich. Those fellas there. Ich habe kein Pferd. Come on. Tilly, grab that gun. Oh, ich kriege ein cooles Pferd. Oh, don't worry, I'll be just fine. Ein geflicktes. Ich mag das. Das ist eine Kuh. Ja, was glaubst du, was ich hier mache? Was glaubst du, was ich hier mache? So. Oh, you're gonna pay! All of you! Nice shot! Dankeschön. Ich muss kurz nachladen. Oh, there they are, by the shoreline! Gib mein Bestes. Das ist aber mindestens eine Platzwunde gewesen. You picked the wrong girl! Alright, I think that last one's the boss. Lasso him and we'll take him back to Tilly. Mit dem Lasso? Na komm, Pferd. Ich hoffe, ich kann das Pferd behalten. Letzte Episode habe ich mir erst ein neues gekauft. Oder vorletzte? Das ist nicht lang her. Schieß ihm ins Bein. Komm schon, Frau. Ja. Kein junges Pferd. That's it. Now make sure you tie him up real good. Ja, bist du ja. Make these nice and tight. All right. You bring that bastard back to Tilly, so we can all have a nice little chat. I'm gonna das mache ich. Now, das Pferd behalte ich. With pleasure. Das ist ja ein cooles Pferd. Ich nehme das Pferd hier. Verstauen. Ach, so ein schönes Appaloosa. Ich hoffe, ich darf es behalten. You have the first idea what you're getting into. Ja. Ich bin kein Feigling. You have the first idea what you're getting into. I'm Anthony Foreman. Schön für dich. Thanks for the introduction, Anthony. Is that Foreman with an A? I want the Undertaker to spell it right. Funny bastard. Who are you running with? She didn't tell you? She didn't tell me nothing. This rope is cutting into me. You are just... Don't feel so good when you're the one tied up, does it? Even does. She killed my goddamn cousin. Oh, don't worry. You'll be seeing him soon enough. What are you gonna do with me? I ain't sure yet. Reckon I'll let Tilly decide what you deserve. You're wasting your time with that girl. She's a liar. She'll screw you over like she did me. Da bin ich mir nicht so sicher. I shot the bitch yesterday like I said I would. You just shut your mouth now, Anthony. I've heard enough. Ja, ich auch. All right. Also der macht seinen Case nicht unbedingt leicht. Ja, mach ich. Habe ich ihm seine Waffen schon abgenommen? Nicht weglaufen, Pferd! Brauch dich. So he's still alive then? Yes. Arthur, nicht kicken. You leave her alone. She killed my cousin. Your goddamn cousin had it coming, Anthony Foreman. I don't care if she shot your daddy and cooked your mama for breakfast. She's mine. She ain't yours. You know, a friend of mine, he always says, revenge is a fool's game. Now, you want all your boys dead? She had her reasons. We was family, Tilly Jackson. You Foreman boys ain't no kind of family I want. Kill him, Arthur! You want that? I want him to go away and tell the remaining of his cousins and the clowns he rides with to leave me alone!
Now, you think you can do that, Anthony? Or should I slit your throat and just say... Das ist jetzt die Frage. I'll leave you alone. History is done. History is never done. It's your call, Arthur. But I'd slit his throat. Go on. Finish the bastard off. You know my choice. Ich kann ihn nicht umbringen. Nicht so. Let's get you home. Yeah. Now get out of here. B, du nimmst das gute Pferd mit hier. Oh, das gehört jetzt mir. Besser geht's hier nicht. Komm her, du Gaul. Vielleicht mal Verbundenheit hier aufbauen. Kriegst einen Zuckerwürfel in den Arsch. Oder was Pferde so mögen. Ich wollte niemandem die Kehle aufschneiden. In Rücken schießen ist das eine, Kehle aufschneiden das andere. Arthur, du sollst es füttern. Zuckerwürfel, hier. Njam, 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 njam. Oh, du machst richtig weites Maul auf. Ich will hier eigentlich noch looten. There's a girl. Boah, das ist jetzt mein neues Pferd. Aha, Stufe 1 erreicht. Mehr wollte ich doch nicht. Denn sie ist auf der Karte und es wartet auf mich. So, dann müssen wir, glauben, die Lasagne loswerden. Oder habe ich die schon verkauft? Premium-Zigaretten. Ach, muss ich erstmal wieder eine puffen. Damit ich die aufsammeln kann. Das ist schon 12 von 17. Ich dachte, ich hätte noch Platz. Vielleicht war das der Index. Meine Inventar-Items. Weltmeister 7. Plündern. Vernünftig. Ui je. Er hat aber keinen kühlen Kopf bewahrt. So. Wollen wir hoffen, dass er Tilly in Ruhe lässt. Weil nächstes Mal töte ich ihn garantiert. Goldene Gürtelschnelle. Die wäre mir beinahe entgangen. So, haben wir hier irgendwas? Gemahlener Kaffee? Nee, danke. Da muss ich sofort aufs Klo rennen, wenn ich Kaffee trinke. Zumindest einmal. So, was haben wir hier noch, hier noch, hier noch? Ist das Haartonikum? Nee, ein Wundertonikum. Damit kann man nichts anfangen. Schade. Nee, gut. Oh, wir haben ein Wanted-Poster hier. Dann können wir gleich machen. Und wir brauchen noch perfekte Häschen. Achso, meine Waffen sind auf dem anderen Pferd. Das erklärt so einiges. Aus dem Weg, Trutine. Wir können auch eine Kutsche überfallen. Und wir können hier endlich unser Kopfgeld loswerden. Ist ja ein Post-Office. Hallo. Hallo? Was willst du? Du siehst besonders aus. Howdy. B, du klaust mein Pferd. Das ist das Coolste, was ich je hatte. So, untersuchen. Steckbrief. Mark Johnson. Postkutschen und Zugüberfälle. Nein, der Bastard. Er hat sich vor Jahren der Verhaftung entzogen und ist immer noch auf freiem Fuß. Er soll lebendig... $25, um jemanden lebendig zu fangen. Was ist mit der Welt nur passiert? Up by Siltwater Strand. He's a bad egg. Fancy that. Ja, ja. Ich kann Post abholen. Was habe ich bekommen? Einladung vom Bürgermeister Lemieux. Dokument untersuchen. Lesen. Monsieur Kilgore. Bla bla bla. Bla bla bla. Aha. Bekanntschaft zu machen. Vielleicht habe ich mich ja so vorgestellt. Politik, haltlose Beschuldigungen. Okay. Nehme ich mal mit. Einmal bitte hier Kopfgeld bezahlen. Ah, nur $5.
Hat noch nie jemandem geschadet. So, kann ich Post verschicken? Knochenkoordinaten, na also. Dann Schankedün. So, Kopfgeld machen wir noch. Und dann müssen wir kurz mal mit den Pferden arrangieren. Ich will nämlich weder den Araber verlieren, noch das hier. Muss ich wahrscheinlich in den Stall reiten. Eins verkaufen. So, das machen wir danach. Na, erstmal ein bisschen Kopfgeld für uns. Kommt drauf an, wo es ist. Vielleicht liegt ja ein Stall direkt in der Nähe. Oh, hier wäre ein Fragezeichen. Fragezeichen haben wir auch nicht so oft. Mehr in der Gegend, deswegen. Ja, ich bin hier auch auf einer tighten Schedule. Kann ich mich eigentlich noch umziehen? Achso, nicht auf dem Pferd. Ich hab's verstanden. Vorsicht! Nein, danke, ich habe ein Pferd. Ah, Sträflinge. You're leaving me, huh? Sure. Yeah, we'll leave this then. Ja, die sind aus einem gewissen Grund Sträflinge. Soll man dem einen helfen? Jungs? Ich schieß erstmal nicht. Was wollt ihr denn? What you fools up to? It's Mr. Black's fault. His fault, the darky white. Well, I don't know why they call him that. Look at him. Don't you start now. I'll knock the color clean off you. Come on. Hey. Tall, you lily livered. Enough. Huh. You two fools look like you've just run off a chain gang. Yeah, what of it? What are you doing? Starving. They got bounty posters for us all over town. And we can't go into town to get supplies. Say, mister, maybe you can do us fools a favor. We ain't bad guys at all. He's okay, even for a darky. Shut it, you pasty-faced streak of piss! Yeah, I had up to here with you. Enough! Do you a goddamn favor, what you want? Maybe you can go into town and take down them wanted posters of us. Okay. Maybe meet us back at the campfire in the woods and tell us how you did. Maybe bring us a little bite to eat? Don't push your luck. Nice fella. Yeah, you love nice fellas. Don't you start up again. Just shut up. You shut up! Pferd, komm hier. Wir müssen Plakate abhängen. Möcht ihn los, bist du schüchter? Hab doch extra nach dir gepfiffen. So, jetzt scannen wir dich mal. Du bist Standard. Aber du bist eine Tigerschnecke. Tigerschecke. Ich werde dich Tigerschnecke nennen. So, Fahndungsbooster, Fahndungsbooster, Fahndungsbooster. Nur nicht übertreiben hier mit der Geschwindigkeit. Hängen bestimmt auch welche da drin. Gar nichts ist frong hier. Ich dachte, die Fahndungsplakate werden hier irgendwie angezeigt. Boah. Wie ich sehe, sehe ich nichts. Wahrscheinlich im Saloon, im Sheriff Office und so weiter. Was ist jetzt los? Mr. Black, Mr. White. Interesting. Hey, I'm gonna need that poster off you. Give it up. That ever worked before? Nee, noch nie. Hey, nee, Gott. Come on, girl. Ich hätte ihn, glaub, nur fragen sollen. Was I not sufficiently clear with you, mister? Nee. Du bist meine Mission. Nein, nicht in der Stadt. Hm, vielleicht nur mit dem Seil. You taking liberties, boy? The hell you doing? Got you now. Out of your hands now, mister. Jo, gut verschnürt. Get this off of me. Ja, nehme ich doch. Hey! Hey!
Now, I'm just gonna check those pockets. Boys was mine. Ja, ist ja gut. Sei froh, dass du noch lebst. Also wirklich manche Menschen. Hab ihn sogar vor dem Zug da gerettet. Kann sich nicht beschweren. Da hängt doch auch ein Poster, oder? Turn left, nee. Da war's nicht. Was macht denn der alte Sheriff hier in der Stadt? Den ich nicht erschossen habe. Audi. Hey there. Hey there. Na, erinnert sich jemand an mich? Wahrscheinlich nicht. Die Blutflecken habt ihr aber gut rausbekommen. Servus. Ah, da hängt er. Every fool knows the charges were trumped up. But the darky untersuchen. Jimmy Holdacre had a weak heart. He died wirklich. Kenn mal ja. And Samson Black was. Wie viel Geld war da eigentlich drauf? Mist. Habe ich die noch? That, do you? Sure. 40 für beide. Wieso tue ich denen Gefallen? Wieso tue ich mir nicht einen Gefallen? So, wo wäre ich, wenn ich ein Fahndungsbrief wäre? Im Gemischtwarenladen und im Post Office. Hey, friend, remember me? We met before. This is your fella. I can swear. The medicine man, huh? Ah. With the mystery box? Hmm. I will owe you my whole life. No lie. But. Let me buy you something from the store. Whatever you want. Just hurt Jenny's place. It's on me. Dankeschön. Okay. Appreciate it. What can I do for you? The guy with the snake bite says I can put some here on his tab. That fool? Jesus. If it's not one thing, it's another with him. But he pays his owes, so who am I to argue? Let me know what you choose. I'll add it to his list. Nur was ganz Billiges. Schauen wir mal. Wir schauen einfach mal. Oh, Erdkleidung. Outfits. Ansehen. Ah, alle Outfits. Also Glücksspieler haben wir, glaube ich, noch nicht und Graf auch nicht. Ein Glücksspieler. Dankeschön. You're paying next time, though. Ja, ja. Oder ich raub dich aus. Dankeschön. Ein Glück verkaufen die Klamotten. Da war jetzt aber kein Fahndungsbrief drin. Ah, da hinten. Hey, I need to get to that poster behind you. Would you move a little? I will not. Deputy put up plenty. Go get one of those. Hey, move. I need that poster. Oh, I'll move, all right. How's this for move? Gefällt mir nicht. You ain't the... You ain't a feather punch. Na, also, so geht's auch. Du bist gefährlich. Jo, ja, ja, weg damit. 3 von 5. Hat anscheinend niemand aufgebracht. Eine Waffe zum Bedrohen zu ziehen scheint nicht so schlimm zu sein. Obwohl der Laden zu hat. Ob die Sagerei hier auch einen Steckbrief hat? Oder die Bank? Wieso sollte die Bank einen Steckbrief haben? Hoffentlich hat die Bank Geld. Servus. Was kannst du für mich tun? Okay, kein Steckbrief hier. Hätte ich nur irgendwie überfallen können. Bei mir geht's gut und selbst.
Wo ist der letzte Steck? Wo sind die letzten zwei Steckbriefe? Am Galgen vielleicht? Ach, der war in der anderen Richtung. Nee, ich brauche gerade keine Stage. Der schleppt immer noch Planken. Das macht er jedes Mal, wenn wir hier sind. Hello. Hallo, Schörsch. Howdy, fellas. Hello. So, Steckbrief, Steckbrief, Steckbrief. Jetzt ist es gleich ein Wegbrief. Hello. Ja. Wenn ich der letzte Steckbrief wäre, würde ich mich am Arsch der Welt verstecken, dass ich wahnsinnig werde, wenn ich ihn suchen muss. Gleich bei der Kirche. Aber warum sollten bei der Kirche Steckbriefe sein? Hello? Ich mache ja die Regeln irgendwie nicht. Schauen wir mal. Good girl. Ansonsten müssen wir echt im Saloon. Ich glaube, Saloon ist eh die bessere Wahl. Wir schauen im Saloon. Easy girl. Komm, muss hier nicht so ein Tempo vorliegen. Well, howdy now. So. Was ist denn der Saloon? Ja, Funhaus. Nee, nicht Funhaus. Parleurhaus. Mal sehen, ob da was drin ist. Nee, hinter mir ist er. Sehe ich auf der Minimap. Ah, trotzdem gut, dass wir hier hergeritten sind. Aus der Bahn. Er geht aus dem Weg. So. Die zwei sind dann wieder sicher. Wunderbar. So, jetzt können wir zu den zwei Schwachmaten zurück. Naja, sie waren ja irgendwie im Wald. Ich kann jetzt nicht behaupten... Ah, da ist gerade das Icon. Ah, ich hab's richtig platziert. Wunderbar. So, Pferd. Wir müssen springen. Springen! Das war auch schon mal besser. Weiß man nicht, ob es bei diesem Pferd mal besser war, aber das habe ich schon mal besser gesehen. Bei Pferden generell. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Jungs, wo seid ihr? Habt ihr euch umgebracht? Noch nicht. Friend. Hello. How was it in town? Pretty hot. There's quite a price on you boys. It is so unfair. I didn't do nothing. Well, they said you was wanted for murder. It wasn't murder. It was self-defense. And you killed a farmer? Well, firstly, I would have, but he died before I could. And secondly, well, he had it coming. He... I don't like to say. Well... Oh. Ich verbrenne die Steckbriefe. Ain't no business of mine. Here's the posters. Thanks, partner. Gern geschehen. That's that, then. That's that. Free at last. Free from you, at least. Well, not quite. No? We should wait a while first, see if anyone's on our trail. Oh, das ist immer ein guter Punkt. Too risky to split up now. Two sets of eyes is better than one. This ain't permanent, though. Ja, ja, temporary. Ich glaube, die werden irgendwann heiraten. Zwar keine Kinder zeugen, aber vielleicht adoptieren sie eins. There, girl. Hoffentlich bringen sie keine Menschen mehr um. Auch nicht aus Versehen. Gut, da muss ich gar nicht so viel. Können auch eine Stagecoach noch machen. Wenn schon dran steht, macht man die Postcoach auch. Hab leider echt keine guten Waffen dabei, aber das muss jetzt reichen. Ich wünschte, ich hätte hier so einen Pferdelieferservice, aber den haben sie noch nicht erfunden. Es gibt, glaube ich, auch keine mobilen Telegrafen. Das macht das ganze Konzept dann irgendwie nicht umsetzbar. Na komm hier rüber, ich will was klauen. Ja, dann lauf doch. Dankeschön. Ah, ein bisschen mehr Entschlossenheit.
Let me write down the name of that, tailor for you. Sehr gut. Hier sind deine $2. Passenger's a wealthy merchant. Always travels with a lot of cash on him. Details on the note. Okay. Good seeing you, Alden. Mm-hmm. And you, my friend. And you. How do you do, sir? So. Moment untersuchen. Oh, ich hab's weggelegt. Ist egal, wird uns eh angezeigt. Das wird uns eh angezeigt. Ah, jetzt habe ich keine schlechten Outfits zum Überfallen. Naja, werden sie von einem Glücksspieler. So richtig ausgeraubt, denke ich mal. Wo sind sie denn? Ach, bei den Braithwaites in der Nähe. Gleich reagiert da sogar mein anderes Pferd wieder. Na, find mal gleich raus. Alright, girl. Ah, ist schon ein bisschen langsam im Vergleich zu meinem Butterblümchen, aber ist ein schönes Pferd. Ich habe eine Flinte. Ach, ich habe auch die halbautomatische. Da können wir auch mal hier Hochgeschwindigkeit, Express, Explosivmunition. Probier mal aus, würde ich sagen. Obwohl, Explosivmunition macht man bei der. Ist ja alles dasselbe. Und hier Expressmunition. Good girl. Probier mal's aus, probier mal's aus. Wozu haben wir die goldene Desert Eagle? There. So. Ich warte, bis sie eingetroffen ist. Ich maskiere mich und ich warte. Ein Pferd lasse ich hier. Was mache ich? Weiß hier nicht mal, aus welcher Richtung sie kommen. Wahrscheinlich von vorne. These damn roads are hell on my back. Could you please control your horse? Leave it. Come on, down! Camped out again. Come faster, damn it! Faster! We've got a madman after us. Ja, oh gerade so getroffen. Scheiße, Pferd, komm her. Ich glaube, ich kann länger rennen als der. Hab viel für meine Ausdauer getan. Bleib stehen, ich will dein Geld. Nicht dein Leben. Könnt ihr ins Bein schießen? Wie schon. You made a mistake taking me, but it ain't too late. Let me no bad blood. Wer ist denn da in der Nähe? Ein Lemoin-Räuber. There's more than 40. Okay, okay, stop. I'll tell you. There's a lockbox hidden under the coach. Sehr gut, danke. Better not be lying to me. I'm not, I swear. This is very kind of you. Dankeschön. So, raus mit dir. You're a disgrace to Lemoyne. The lot of you. You said anything to the law. I don't care what he's I'll worth. Come find you. You don't. Make me regret letting you live. Okay. Yeah. Young and sure get fired up and stupid, don't you? War jetzt ein bisschen irritiert hier mit den anderen Jungs. Ah, die werden gleich eine explosive Überraschung haben. Ist ja alles gut. Nehmen wir die andere Waffe. Explosivmunition ist teuer. Weil der Dude. Ganz gut. Und selbst.
Ein Glück regnet's, kann man nur schnell looten. Ich habe leider keine Ahnung. Oh, Premium-Zigaretten. Die braucht man. Dann raucht man die Kutsche aus. Ist schlecht für die Lunge, ich weiß. Ah, gut für die Bildersammlung. So. Ist hier gut. Pferd mag kein Feuer, kann ich verstehen. Ziemlich heiß und lodernd. So. Hier mit meiner versteckten Lockbox. Ganz ruhig, Pferd. Ganz ruhig. So. Tresor. Ein Glück habe ich noch genügend Dynamit. Hätte immer Angst während der Fahrt, dass das Geld raus, dass der Tresor abreißt. $25. Das war's. Wie? Aber nicht sehr viel. So. Dann schauen wir mal, ob das Kopfgeld noch aktiv ist. Müsste es, das ändert sich wahrscheinlich aber auch nicht. Dann würde ich mal sagen, mach mal noch das mit den Pferden, damit die... Wo ist der nächste Stall? Ach, Richtung Kopfgeld ist wahrscheinlich der nächste Stall. Noch ein bisschen weiter. Emerald Ranch. Da ist der Stall. Ich glaube, dann lohnt es sich eher nochmal kurz hier hin zu reiten. Dann können wir die Pferde versorgen. Geht ja ganz schnell. Hoffe ich zumindest. Muss noch kurz ein bisschen. Vorsicht, Pferd, da ist eine Kanone. Und ich meine nicht die in meiner Hose. That's a good girl. So. Langsamer reiten, damit die ein bisschen Fleisch fressen kann. Ah, nicht. Nicht noch eine rauchende Arthur. Deiner Lunge geht schlecht genug. Yeah, you're alright, girl. Oh, das würde ich aber auch behaupten. Wildschwein! Reiter, der hoffentlich nicht Geld dabei hat, sonst bereue ich es, ihn nicht überfallen zu haben. So. Doch, jetzt geht das Pferd ab. Keine Ahnung, warum es vorhin so langsam war. Ich würde sagen, das ist relativ schnell. Und da ist hier schon Saint-Denis. Schon richtig cool aus. Ich hoffe, wir stolpern jetzt nicht über Krokodile. Vor allem mit dem Zug da jetzt. Oh, Krokodil. Nein. Es kommt auf mich zu. Ich hab das Pferd gerade gefunden. Ich will es wenigstens behalten. Ich mag Züge. Vor allem in dem Spiel. Alles gut, die Krokodile können uns nur noch ein bisschen was tun. Das war eine schlechte Abkürzung, die ich da gewählt habe. Entschuldigung, Pferd. Bin ich denn hier überhaupt gelandet? Hey, you're okay, girl. Stelle müssten... Ah, ich glaube, da sind... Nee, da waren sie noch nicht. Ich dachte, dieses große Kornhaus wär's. Laut meinem Wegpunkt war es das aber nicht. Ah, Stables. Das ist ein gutes Horse hier, ich weiß. Deswegen gehört's mir. So. $17 ist es wert. Stallen. Lasagne würde ich sagen, die verkauft man. Please subscribe. Denkt dran, verkauft man aber auch mal. So, wir haben Pancake und wir haben den Appaloosa. Aufsatteln. Ah, da stand Stallen. Und Butterblümchen ist jetzt hier drin. Oh. So, hier wollen wir aber aufsatteln.
Aufrüsten. Pflegeleistung. Komplett mit Unterbodenwäsche. Aussehen passt. Umbenennen würde ich es gern. Auch bei Pflegeleistung. Pferd umbenennen. Tigerschnecke. Obwohl Tigerschnecken sind ja eher widerlich. Nennen wir es vielleicht Schneckchen. Schneckechen. Schneckchen. Wow. Schenkchen. Scheiße. Nur vertippt. Ich bin nicht so dämlich. Ich bin so dämlich. Gut, Schneckchen. Ihm geht's gut. Ja, ja. So, was haben wir denn noch für Missionen? Wir haben ein HL. Henry Lemieux. Ach, für den können wir was tun. Wir haben den Bruder Dawkins. Wir haben das Kopfgeld. Wir haben Strauß. Und wir haben Sadie Adler. Was will die denn von uns? Naja, ich würde sagen, wir gehen noch zu Henry Lemieux. Schauen, was er will. Genau, das machen wir jetzt noch. Ah, seht euch die goldenen Kernchen an. Dieses Pferdepflege-Premium-Paket lohnt sich doch echt. Glückliches Pferd, glücklicher Reiter und all das. Habe ich mal irgendwo gehört. Okay, Girl. Ganz schön ruhig. Ich weiß gar nicht, wie spät es hier ist. Na, kaum was los. Wo sind die Partys? Bin vielleicht einfach nur im falschen Viertel. You got something to hide? Show me your face. Also, Entschuldigung. That's right. Scram. I hear you. Entschuldigung. Ganz vergessen, dass ich gerade was ausgeraubt hatte. Hier haben wir doch die Party gehalten. Also ist wahrscheinlich die bescheidenen Büroräume vom Bürgermeister. Das kann ich verstehen. Und dazu. Wieso dazu? Wie muss ich denn da rein? Vielleicht ist er im Garten. Außerdem haben wir hier in der Nähe noch ein Fragezeichen. Oder die haben halt einfach geschlossen heute Abend. Weiß jetzt nicht, ob er meine Hilfe braucht oder nicht. Kann ja mir nicht einfach die Tür versperren. Arsch. Und da wartet er, dass ich wie Romeo unten ein Ständchen in Richtung Balkon trellere. Vielleicht erwartet er das. Ich wollte was anderes als Balkon zuerst sagen, deswegen ist es so ein Wortbrei geworden. Hey, diese Paradiesvogelblume, die hatten wir früher auch. Bei mir gehen leider jegliche Art von Pflanze ein. Ist nicht nett. Muss man sich um die kümmern. Komm schon, Arthur. Noch hast keine Arthritis. So, bin ich richtig? Na also, man muss nur die richtige Tür finden. Yes? Sorry. I'm looking for the mayor. Yes, please. Mr. Kilgore, or what was it? Ja, ja. I forget. Quite. Welcome to government. Democracy. An interesting idea. Besser als der Rest. Ah, hier wird was gemobst. Hello. Tacitus Kilgore. Oh, really? Okay. Now, you are not going to rob me again, are you? Ich hab dich beim ersten Mal nicht beraubt. I'm sorry. Don't worry about it. But you are not a very popular man. There's garantiert nicht. Nasty people want to speak to you. Mr. Tacitus. I know.
They won't hear anything about you from me. Dankeschön. Yeah, there's always a but. Of course, I'm a politician. Who needs killing? Nobody. Well, not savages, merely Frenchmen. Ridiculous killing? Oh, dear. Terrifying, yes. I suppose I can do that almost as well as kill. I'm sure you can. Now, it's all very ethical. You see, I've been trying to open a major museum, a place of culture to elevate people's souls. So is you. And what do museums need? Art. And how do you buy art? I don't know. I buy art of some nasty little man from Paris selling me some destitute aristocrat's collection of old masters that it turns out he may have been painting himself. Ooh. Ouch. Ouch indeed. But these are good paintings. I can't make the difference, and I'm French. Only this even nastier little man from New Haven has come here to verify my paintings, and he's saying that they're all fake. So? So perhaps he can be persuaded to revise his opinion. Oh, das krieg ich hin. He's been so beastly. Exactly. Now, Jean-Marc, perhaps you can take Mr. Arthur, oh, I mean Mr. Tacitus, to meet a little Professor Shitface and have a word with him. Yeah, mit dem Shitface. Saint-Denis welcomes you like a son, sir. Das glaub ich. Oi, 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 oi. Ja, weiß, dass ich ein ganz, ganz schlimmer bin. Pferd, du kommst diesmal mit. Come, sir, if you don't mind. The gallery is just at the end of this avenue. As I said, he is a beastly man, this professor. Alles believe gut. Me, friend, you ain't seen beastly yet. Not even close. Oh, Arthur, nimm den Mund nicht so French voll. I thought a monopoly on arrogance, but no. An overeducated American can be far, far worse. Well, luckily, there ain't too many overeducated Americans around. Yes, indeed. The mayor had such grand plans for our city and its people. We shall have true liberal democracy, working for the rich and the poor alike. It would be a travesty so for this one man's opinion. Put that into jeopardy. Opinions can change, can they not? Oh, they change all the time. Of course. Power of reason is not to be underestimated. Mach mal schneller da vorne. Well, ich überhole. That's one word for it. Überhol. Good. You do not look so much like a rhetorician, but Monsieur Lemieux has placed his faith in you. Looks can be deceiving. Mayor understands just what I can do, I'm sure. Go to the right. Verzeihung, ich hab mich verschluckt. Wollte was ganz Witziges sagen. Hab's jetzt vergessen. So, schlimmste vorbei. Was für eine schöne Straße. Das Pferd zieht nach links. Wer, Mr. Arthur? Ja, nach rechts. Oh, what's his name again? Professor Shiftdecker. Shitface? Jo. Ihr läuft schneller als ich. Ich respektiere das nicht. Morgen? Wie abgelegen muss denn so ein Ort sein? Nicht sagen, dass das hier sehr abgelegen ist. Ist hier nicht der Markt in der Nähe? Boah, die Pflanzen glühen ja rot. Ziemlich cool, ziemlich cool. Professor? Excuse me. Ah, hello. The mayor asked me to get a preview of your findings in there. The mayor knows very well what I found. Every painting was a brazen fraud. Das kannst du aber nicht behaupten. Claim. One that's gonna upset a lot of people, myself included. Mm. I'm afraid that's just hard cheese. Now I've got a train to catch back to New Haven. Hold on. I see it's gonna take a fist in your face to persuade you. Oh, wait. I gotta punch you to change your mind. I couldn't. My reputation. Das ist doch egal. Oh. Ah! Ah! Ah!
How about your reputation now? I'd never be published again! Das ist weniger schlimm, als tot zu sein. I relent! I relent! You see, Professor? An academic reputation is really far less important than a broken nose. Yes, sir. I see that now. The thing is, now people are going to look at those paintings and love them. So you're helping people, really. You know I'm right, Professor. Please, not get me upset with you again. No, sir. You're right. You're very, very right. So you're going to send the mayor what he needs. Because otherwise, I'll be in New Haven. No. We don't want that. Of course we don't. I'll write my paper this evening, sir. Very good, Professor. Very good. Das hätte der Bürgermeister auch selbst machen können. Auf zu Jean-Marc. Gehen wir mal ein bisschen schneller. Doch nicht so schnell, Arthur. Ah, wenigstens war die Tür nicht versperrt. Da hockt ja unsere Kutsche. Und mein Pferd ist da, ne? Ja, noch viel wichtiger. Entrance, der Eingang. Ich hatte 5 Jahre Französisch, ich kann kaum noch was. Komische Sprache. So viele irreguläre Verben. So, turns out, all those paintings were real after all. Problem solved. Wonderful, wonderful. The mayor shall be so pleased. Sure. Was Professor Schiefdecker happy to change his mind? He wasn't initially, but he came round in the end. Oh, my lord, this is not right. Trust me, I've done much worse. We shall burn in hell for this. Here's hoping. Here, the mayor asked me to give you this. Oh, thank you. Die Firma dankt? Das sieht nach viel aus. Keine Zeitung für uns. Zumindest haben wir sie in den Müll geworfen. $15. Oh, hat sich gelohnt. Pferd, wo willst du hin? Morning, sir. Wo willst du hin? Girl. Guten Morgen. Da schreit noch jemand rum. Ah, das ist der Kondukteur. Der Straßenbahnist. Na gut, ich würde tatsächlich sagen, das reicht für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.